zu 3. Wir geben gar nicht auf. Wir machen weiter, genau. Wir also wieder in der Palmberg Arena in Schwerin beim Topspiel des aktuellen Spieltages. Und es gab hier schon den ein oder anderen wirklich spektakulären Ballwechsel. Und das heißt, wir dürfen uns auf noch eine ganze Reihe an schönen Ballwechseln hier freuen. Also wie gesagt, die Halle hier ist ausverkauft. Wirklich bis auf den letzten Mann, bis auf die letzte Frau am zweiten Weihnachtstag. Hier 6-Beide steht es. Wir nähern uns so ganz langsam der ersten technischen Auszeit. Vorher freue ich mich aber, meine Expertin, meine Co-Kommentatorin heute vorzustellen. Katrin Weiß ist bei uns. Über 300 Länderspiele für Deutschland absolviert als Zuspielerin. 15 Jahre in Schwerin hier gespielt und heute zu Besuch in Schwerin und dann bei uns hier bei Sport 1. Katrin, ich freue mich. Ja, hallo. Ich mich auch. Was für ein Spiel erwartest du hier zwischen Schwerin und Stuttgart? Ja, also ehrlich gesagt glaube ich, dass es hier sehr spannend wird. Es sind zwei Top-Teams der Bundesliga. Beide haben das Pokal-Halbfinale verloren und wollen, glaube ich, irgendwie wieder was gut machen hier. Schwerin so ein ganz klein bisschen unter Druck. Stuttgart ist als Tabellenführer hierher gereist nach Schwerin, ist jetzt 4 Punkte vorn. Das heißt, wenn Schwerin das hier heute nicht gewinnt, dann sind das 7 Punkte Rückstand. Dann ist, glaube ich, der erste Platz nach der Normalrunde kaum noch zu realisieren. Aber sie zeigen ja hier, dass sie es gewinnen wollen. Ja, das stimmt. Wie gesagt, es wird ein Spiel auf Augenhöhe und ist natürlich immer schöner, wenn man am Ende irgendwie vom ersten Platz in die Playoffs gehen kann. Aber bis dahin ist noch ganz viel Zeit und eine Menge Spiele. Von daher erstmal heute schauen. Marie Schölzel ist das hier am Aufschlag mit dem Ass und damit geht Schwerin mit einer 1-Punkt-Führung in die erste technische Auszeit. So haben wir dann Whenever they have out of system ball, we are trying to roll, so try to tool. Our position 5, try to go here to 7 with number 1. She hit 2 times here, okay, in the short. Try to stay here. She didn't hit low. Okay, let's go. Push. Okay, 43. So, da haben wir gerade noch in den letzten Zügen den Trainer der Stuttgarter gehört. Yannis Athanasopoulos ist das, der Trainer des Tabellenführers. Und er klang durchaus kampfeslustig und auch jetzt nicht erschreckt darüber, dass es von Anfang an ja so wild hin und her ging. Redet da immer noch so ein bisschen mit seiner Zuspielerin, der Niederländerin Femke Stoltenborg. Stuttgart hat nochmal nachgelegt vor 3 Wochen jetzt. Mussten auf der Mittelblockposition noch einmal reagieren, weil sich die Stammmittelblockerin Michaeli Tomasella böse verletzt hat. Ist da eine schmerzhafte Verletzung, die sich zugezogen hat, vor allen Dingen auch eine langwierige. Also der Fachbegriff heißt Teilruptur der Plantarfaszie.
ist ein Einriss an einer Sehne in der Fußsohle. Schmerzhaft, dauert einfach lange und deswegen hat Stuttgart nochmal nachgelegt mit Paige Tapp aus den USA. Und Tapp, das ist ein Name, den kennt man hier in Schwerin auch ganz gut. In der vergangenen Saison hat nämlich ihre Schwester hier in Schwerin gespielt, ihre Zwillingsschwester, um genau zu sein. So klein ist dann manchmal die Volleyballwelt. Ja, bisschen nachlässig gespielt von Luisa Lippmann, dieser Dankeball. Ja, und so Ballwechsel sehen wir hier wirklich von Anfang an. Gute Abwehrarbeit bei beiden Teams. Und immer noch nicht rum der Ball. Und der Lob war gut gedacht, aber sie war eh beim Versuch des Angriffs schon übergetreten. Das können wir vielleicht gleich nochmal sehen, Luisa Lippmann. Da kommt sie jetzt hier an. Da sehen wir sie mit dem linken Fuß auf dieser 3-Meter-Linie, die 3 Meter entfernt ist vom Netz. Die darf sie nicht berühren, wenn sie auf einer der hinteren Positionen unterwegs ist. Deswegen Punkt Stuttgart. Ja, Kathleen, es muss ja nicht immer der harte Ball sein, wie jetzt gerade hier von Jennifer Gerdtis gezeigt. Nee, das stimmt. Und wenn man Jenny ein bisschen besser kennt, dann weiß man auch, dass sie das eigentlich öfter mal macht. Ich denke, man hat davor auch schon gesehen, dass sich beide Teams sehr gut kennen und immer schon gut vorbereitet sind. Eben war dies allerdings nicht so. Denise Hanke am Aufschlag. Das war eine niederländische Kombination. Deborah van Dalen hat abgeschlossen. Femke Stoltenburg hat den Punkt vorbereitet. Deborah van Dalen spielt eine ganz, ganz starke Saison bei Allianz MTV Stuttgart. Bisher hier auf der Diagonalposition. Das hat sie. Ist ja jetzt keine Spielerin, die so wahnsinnig hart auf den Ball schlägt. Spielt aber technisch sehr schön. Und sehr präzise, der Borra van Dalen. Das ist bisher ein sehr kampfbetontes Spiel. Beide hängen sich wirklich rein in der Abwehr. Und dann gibt es so kleine Ungenauigkeiten. Ja, ist das so ein das bisschen stimmt. Übereifer? Ja, wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen Nervosität. Schade natürlich für Stuttgart. Die haben jetzt zwei einfache Tippbälle, Rollschottbälle reinfallen lassen und auch noch den Dankeball rübergespielt. Das wird natürlich nicht so gern gesehen. Gute Angriffssicherung bei Schwerin. Milenkova. Ah, da hat Luisa Lippmann aber mal mit allem, was der Körper hergab, noch gerettet. Und wieder geht es hier ganz wild und häufig hin und her. Immer noch nicht vorbei, der Ball. Jetzt aber Vorteil, Schwerin. Und dann gibt es den Versuch des ersten Tempos, den 2-Meter-Schuss über Lauren Barfields. Aber da ist dann die Block-Queen der Liga. Da sehen wir es jetzt. Jetzt kommt hier der Ball. Schneller Ball durch die Mitte, aber Molly McCage ist da, weiß sehr früh, was passiert und ist halt dann auch da. Und dann ist es schwierig für Mittelblocker, da vorbeizukommen. Jetzt haben wir gerade über Molly McCage als Blockqueen der Liga gesprochen. Diesen Ball jetzt von Luisa Lippmann hat sie nicht blocken können, weil sie vielleicht bisschen zu früh da war. Ja, zum anderen muss man aber auch sagen, dass die Luisa da schön hoch an die Hände rangegangen ist und nicht den Ball runtergezogen hat im Angriff. Schöner Hinterfeldball, Allianz MTV Stuttgart, wieder über Deborah van Dalen, den Kapitän. Greift jetzt hier über die Mitte an, da sehen wir sie mit der Nummer 12, wie sie ankommt. Sieht ganz genau, wo der Block ist. Und das ist dann wirklich ein präziser Schlag. So, der Punkt Nummer 30. Super. Michaela Mlenkova
konzentriert sich auf den Aufschlag von Luisa Lippmann. Missverständnis bei Schwerin, was das Tempo betrifft. Des Hinterfeldballs, da war Luisa Lippmann viel schneller da, als der Ball bei ihr war. Und Stuttgart nutzt dann jetzt die Chance, die sich daraus ergibt. Der Lieblingsball von Molly McCage. Einbeinig über Kopf, weit weg von der Zuspielerin. So, jetzt hat's gepasst. Ja, sehr schön der Ball hier. Die Marie Schölzel ist zum Einbeiner gegangen und die Luisa Lippmann hat quasi zwischen dem Hinterfeld 1 und 6 in der Mitte durch angegriffen. Sehr schön gespielt. Es bleibt spannend, es bleibt eng hier in diesem Topspiel. Renata Schandor. So ein bisschen über die Schulter hat sie den Ball geschlagen. Über den Block von Denise Hanke, ja, da fehlt ihr so ein bisschen an Höhe. Da war Femke Stoltenburg noch drunter mit den Händen. Wie diese Technik heißt, erklären wir gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal den Ballwechsel weiter an. Das würde ich mir gerne noch mal anschauen. Ich meine, Luisa Lippmann wäre da übergetreten gewesen beim Hinterfeldball. Die Schiedsrichter sehen es anders. Gucken wir mal, ob uns die Zeitlupe das zeigt. Ganz, ganz enge Entscheidung. Ja, ich denke, sie war vielleicht genau dahinter. War auf jeden Fall noch mal die gleiche Kombination wie davor auch schon. Hat super funktioniert. 15-14 für Schwerin, Aufschlag Marie Schölzel. Service-Winner. Zwei Punkte Vorsprung für Schwerin, zweite technische Auszeit. Das ist aber mein Spiel, das ist direkt mal von 0 auf 100 durchgestartet. Same thing, you see. I don't want to see any Rochelle again. Guys, this is not a serve. I say, try to go to one, but try to don't give a free ball. Try to go in this area, but push it, okay? They play all the time on system. We have to push them a little bit, okay? Bella, let's go! 1, 2, 3! We have them, thank you! Wir haben heute ein Geburtstagskind unter uns, und zwar Nadine Lux vom Niederländischen Hof. Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute! So, wir brauchen Rundlauf, Freunde, komm! Sie kommen zurück! Jetzt geht alles, was ihr habt! Ja, da ist der Eindruck, wie voll es denn hier ist in der Pallenberg Arena. Alle Sitzplätze belegt in Dreierreihen hinten nach auf der Galerie. Freuen sich alle, hier am zweiten Weihnachtstag vielleicht mal nicht am Buffet zu sitzen und zu essen. Guter Meter zu lang, der Aufschlag von Marie Schölzel. Für Stuttgart, Renata Schandor am Aufschlag. Es gab einen Wechsel bei Stuttgart. Kommen wir gleich zu, wenn wir sie denn sehen. Das war eine riesen Rettungstat dann noch von Denise Hanke. Die ist dann leider nicht mit Erfolg gekrönt worden. Und da haben wir sie übrigens, gerade eben angesprochen. Nika Dalderoop, die nächste Niederländerin bei Allianz MTV Stuttgart. Hier mit der Nummer 9 sehen wir sie. Ganz, ganz großes Talent im internationalen Volleyball. Du hast auch schon sie spielen sehen und warst beeindruckt. Ja, ich hatte sie leider noch nicht live, aber bei der WM-Qualifikation im Sommer gesehen. Und da hat sie wirklich sehr, sehr gut gespielt. Sehr stabil für ihr Alter, hohe Abschlaghöhe, relativ kräftig auch. Also wirklich sehr gut. 18 Jahre jung, Nika Dalderoop.
War auch eine gute Beachvolleyballerin im Übrigen. Europameisterin U20. So, das müssen wir jetzt mal ganz kurz erklären, was der zweite Schiedsrichter da gepfiffen hat, weil sich das im Bild nicht so erklärt hat. Aufstellungsfehler hat er gepfiffen. Der Mannschaftskapitän fragt nochmal nach, was denn da nicht stimmte. Van Dalen. Aber er bleibt dabei. Taktische Auszeit. Stuttgart bei knapper Führung. Schwerin. Forget about it. Let's go. Hey, the direction is more 1-6 there. We go for the side out. Okay. 1-2-3. So, dann nutzen wir die Gelegenheit und schauen uns, weil wir sie schon ab und an angesprochen haben, jetzt mal die aktuelle Tabelle an. Und da sehen wir dann nämlich 18:16. Sie kommt zurück und Allianz MTV Stuttgart aktuell Tabellenführer ist mit 4 Punkten Vorsprung vor dem SSC Palmberg Schwerin. Und damit ist klar, ein Heimsieg Schwerins würde Schwerin schon gut tun. Ansonsten ist Stuttgart da erstmal ein bisschen weg und so schnell auch nicht wieder einzuholen. Vorteil eigentlich für Schwerin bei diesem Ballwechsel. Und dann ist das immer so eine Frage. Da konnte Dalderup nicht feste schlagen. Die Frage, die sich dann stellt, hier ist, block ich oder block ich nicht? Weil mit Pech passiert dann nämlich genau das. Der Ball geht vom Blockseitig weg und ist nicht weiterspielbar. Und der ist selten schwer abzuwehren, so ein Ball. Ganz genau. Und weiter geht's hier. Immer noch geht's weiter. Das wird ein hoher Ball werden. Nächste gute Abwehr. Ist alles korrekt. Es war der erste Ball. Erklären wir auch gleich noch in aller Kürze. Der Ball war an der Antenne. Und zwar vom Angriff. Und deswegen ist nach diesem spektakulären Ballwechsel der Punkt auf Schweriner Seite. Aber jetzt müssen wir noch mal ganz kurz erklären, was vorher passiert ist. Und zwar, warum dieser technisch unsaubere Ball vorhin nicht gepfiffen worden ist. Normalerweise wird da im Volleyball sehr drauf geachtet, Kathleen. Warum wurde das in diesem Fall nicht gepfiffen? Ja, das ist richtig. Es war allerdings die erste Ballberührung. Und da darf der Ball, wie gesagt, unsauber gespielt werden. Und das ist kein Fehler. Also richtig entschieden vom Schiedsrichter. Und jetzt hat das Schiedsgericht gerade eine Entscheidung zurückgenommen. Gerade eben war nämlich nicht der Angriff an der Antenne, sondern Schwerin beim Blockversuch. Ja, genau. Ich muss auch sagen, es sah auf den ersten Blick wirklich so aus, als wäre es der Ball gewesen. Aber das war die Luisa Lippmann mit ihrer linken Hand. Das wird Lauren Barfield gut tun, dass sie da jetzt mal vorbeigekommen ist an Molly McCabe. Ja, genau. Auch sie hat super viel Potenzial, ist sehr hoch. Jetzt hat sie schön den Winkel geschlagen und hatte den Ball auch in der richtigen Höhe. So ist es natürlich einfach. Es bleibt eng. 19 Beile. Das geht hier im Gleichschritt Richtung Satzende. Wie schwer ist es als Zuspielerin, wenn man eine Spielerin hat wie Lauren Barfield, die im Angriff einfach mal, ich sag mal, so mindestens mal eine Ballbreite höher ist als viele andere Spielerinnen, da das rechte Maß zu finden? Ja, also eigentlich liegt der Vorteil ja auf ihrer Seite, da sie wirklich mehr Spielraum hat und dementsprechend auch, selbst wenn da ein Block ist, mehr Platz hat. Natürlich muss man wirklich darauf achten, dass man ihr den Ball hoch genug zuspielt, damit sie diese auch ausnutzen kann. Lass uns den Rhythmus reingehen. Es geht spektakulär weiter. Nächster Punkt. Luisa Lippmann, die ist jetzt mittlerweile schon wieder bei 8 Punkten angekommen in diesem ersten Satz. Ganz kurz, wenn sie an diesem zweiten Weihnachtstag erstmals hier beim Volleyball angekommen sind. Es geht im Normalfall bei den ersten Sätzen immer bis 25, bei mindestens 2 Punkten Vorsprung. Um ein Spiel zu gewinnen, muss man 3 Sätze gewinnen.
Sollte es einen fünften Satz geben, gibt es da Sonderregelungen. Die erklären wir dann, wenn wir da hinkommen. Luisa Lippmann wieder. Es geht sehr, sehr viel bei Schwerin über die Diagonalangreiferin. Das weiß Stuttgart. Trotzdem kriegen sie sie nicht in den Griff. Was macht man gegen eine Spielerin von so einer Athletik? Ja, erstmal ist natürlich die Priorität im Block schon mal darauf gesetzt, dass der Mittelblocker immer gut mit anschließt an den Außen, der Luisa gegenübersteht. Und zum anderen kann man natürlich nicht alles abblocken. Man muss sich da auch in der Abwehr sehr gut positionieren, schauen so ein bisschen, was sind ihre Lieblingsrichtungen, bei welchen Bällen, um da möglichst viel abzuwehren. 21 beide. Für beide Mannschaften ist es jetzt sehr, sehr wichtig, den Sideout, also aus der eigenen Annahme raus, den Ball durchzubringen. Greta Schakmari macht das clever, schlägt da den Stuttgarter Block außen an. Der Ball geht vom Block neben das Feld, Punkt Schwerin. Können wir in der Zeit, was wir hier jetzt schön sehen, über die Schulter ran an die Außenhand von Femke Stoltenborg. Schakmari im Übrigen Ungarns Volleyballerin des Jahres geworden. Damit hat Schwerin dann zwei Volleyballerinnen des Jahres im Team. Deutschlands Volleyballerin des Jahres ist Luisa Lippmann. Schöner Block von Paige Tapp gegen Luisa Lippmann. Hat sie lange gewartet in der Mitte. Da sehen wir es. Nach rechts rüber gegriffen. Zweite taktische Auszeit der Partie, diesmal vom Schweriner SC genommen. Okay, now we know that you can. Felix Koslowski, der Trainer Schwerins, redet mit seiner Zuspielerin. Was macht die Mannschaft in der Zeit? Was versucht die Mannschaft dann zu regeln? Ja, meistens werden die Aufgaben geteilt, dass der Co-Trainer mit der Mannschaft vielleicht nochmal daran erinnert, wohin die jetzt gleich aufschlagen oder was andere taktische Maßgaben waren. Und Felix hat natürlich mit den Zuspielern nochmal kurz durchgesprochen, was er vielleicht jetzt als nächstes spielen würde oder was die Alternativen sind. So, wir nähern uns der entscheidenden Phase, beziehungsweise wir sind mitten in der entscheidenden Phase dieses ersten Satzes. Vorteil Stuttgarts über Schandor. Da hat sie das Feld definitiv nicht anvisiert. Da wollte sie die Finger des Blocks treffen. Ja, genau. Und dann ist der Ball ins Aus gefloatet. Können wir jetzt hier schön sehen. So, wir haben auf jeden Fall einen Satzball gleich. 23 Beine steht's. Schandor zieht da gar nicht durch. Einfach mal in die Nahtstelle des Schweriner Blocks. Oder ist er irgendwo durchgekommen, der Ball? Satzball Stuttgart. Schakmari nimmt den ersten Satzball ab. Konnten wir schön sehen, dass da Paige Tapp ein bisschen zu spät nach außen kam und nicht nah dran war am Netz. Ja, die Hände nicht gut rübergeschoben hat. Und da explodiert in die Palmberg-Arena und Felix Koslowski, Schwerins Coach, hat es da nicht mehr auf dem Hallenboden gehalten. Schöner Aufschlag von Denise Hanke. Und der Ball wird dann zum Geschenk für Lauren Barfield. Und die macht noch ein Schleifchen rum und zurück. Lass uns in den Rhythmus reingehen.
Und so schnell geht es dann im Volleyball. Dann eben noch Satzball Stuttgart, jetzt Satzball Schwerin. Und das beruhigt dann ja doch ungemein, wenn man dann den ersten Satz in so einem engen Spiel gewinnt. Ja, das ist auf jeden Fall gut, eine Satzführung im Rücken zu haben. Da kann man dann meistens ein bisschen lockerer aufspielen. Allerdings würde ich auch sagen, dass es hier noch keine Vorentscheidung ist, egal welche Mannschaft jetzt den ersten Satz gewinnen sollte. Stuttgarts Annahme konzentriert sich, Denise Hanke ebenfalls, Aufschlag in Schwerin. Trifft den Ball wieder gut, hoher Ball. Gertis. Und das wusste Deborah van Dalen, was da passiert. Das ist also ein Lieblingsschlag von Jenny Gertis. Wenn sie nicht ganz dynamisch durchgehen kann, dann versucht sie es über die Schulter. Und Deborah van Dalen ist eine ganz Erfahrene. Die weiß das und weiß dann, wann sie springen muss und wie sie die Hände schieben muss. Also ist ja jetzt ein Auszeitenfestival. Die nächste Auszeit diesmal genommen von Schwerin, bevor Pia Kästner für Stuttgart aufschlagen darf. Ja, da merkt man, wie wichtig dann doch der erste Satz ist für die Trainer auch. Also mehr Entspannung können wir uns hier am zweiten Weihnachtstag definitiv nicht wünschen. Das geht da wirklich hübsch los. Pia Kästner, zweite Zuspielerin von Allianz MTV Stuttgart am Aufschlag. Auch sie eine ganz junge, 19 Jahre alt und kriegt in dieser Saison schon recht viele Spielanteile. Die Annahme recht dicht, schwierig zuzuspielen schon für Denise Hanke und sie wählt dann auch noch eine schwierige Variante über Kopf. Ja. Stuttgart beschwert sich da ein bisschen, dass das Zuspiel nicht schon abgepfiffen wurde. Das kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen, da der Ball wirklich echt fast drüben war schon. Wieder Satzballwechsel. Diesmal Satzball Stuttgart. Mutig gespielt von Schwerin. Wann entscheidet man das als Zuspielerin? Wann man das entscheidet? Ob man das erste Tempo wählt oder dann auf Nummer sicher geht? Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber man hat auf jeden Fall vorher im Kopf die Option, was man macht, wenn der Ball gut ist. Und dann muss man natürlich noch warten, ob dann die Annahme gut kommt oder nicht. Chakmari gegen den Doppelblock und die Abwehr von Pusic. Wieder geht's hin und her. Und jetzt bleibt der Punkt auf der blauen Seite bei Allianz MTV Stuttgart. Also wir lassen hier wirklich keinen Ball auf den Boden fallen. Nee, die schenken sich hier definitiv nicht. Dritter Satzball Stuttgart. Guter Aufschlag. Der Deborah van Dalen. Ja, Lauren Barfield läuft so langsam heißer. Ja, das ist richtig hier. Mit der guten Annahme, Lauren schön hoch einsetzen. Super Entscheidung. Greift auch sehr variabel an. Diesmal über die Schulter das erste Tempo. Beim letzten Mal hat sie einen Fehlaufschlag fabriziert. Jetzt geht sie auch ganz sicher. Punkt Stuttgart. Wenn die Annahme perfekt nach vorne kommt, kann man eigentlich die Uhr danach stellen. Dann kriegt Molly McCage den Einbeiner über Kopf. Ja, das macht sie auch sehr gut soweit. Hat, glaube ich, wirklich fast alle Bälle durchgebracht bisher. Was ein Krimi hier im ersten Satz direkt. 28 beide. Und das geht jetzt so lange hin und her, bis eine der beiden Mannschaften zwei Punkte Vorsprung hat. Wieder der Ausgleich.
Und jetzt ein Fehler von Molly McKay. Der ist knapp im Aus. Und damit haben wir dann jetzt den dritten Satzball für Schwerin. Schauen wir nochmal drauf. Der stand das Ball wieder. Ja, ein bisschen verzogen. Vermutlich wird Lieber Lippmann wieder auf die gegnerische 1, also auf Viktor Dalderup aufschlagen. Auch Pusic nimmt sich viel Raum. Schwerin lässt wirklich das Geschenk liegen. Da war die Option, den Satz zuzumachen. Denise Hanke hatte die Option anzugreifen oder zuzuspielen. Man war schon dicht, der Ball, war schon schwer. Ja, das stimmt. Geht immer noch weiter. Immer noch. Vorteil Stuttgart. Die schenken sich hier gar nichts. Nächster Satzball in Schwerin. Das ist jetzt auch eine Frage der Nerven. Also natürlich wird hier gekämpft um jeden Ball. Und dann gibt es so kleine Ungenauigkeiten. Sowohl in den Dankebällen, also in den einfach zu baggernden Bällen, als auch in den Angriffen, wie wir es jetzt zweimal bei Stuttgart gesehen haben. Jelena Ulovic, die Serbin, kommt rein am Aufschlag für Schwerin. Wow. Kann man mal so machen? Darf man so machen? Und hat sie gut gemacht, Henke Stoltenborg. Ja, da hat sie auch ihre Größe sehr gut ausgenutzt. Keine Chance, den abzuwehren. Erstmal blocken. Ja. 1,90 Meter ist sie groß, die niederländische Zuspielerin. Und schlägt gut auf. Da war niemand dran. Den hat Luisa Lippmann nicht sauber getroffen, diesen Ball im Angriff. Hat die Hand nicht so richtig drauf bekommen. Genau. Ja, dadurch rotiert er auch nicht richtig, das sieht man dann. Wir haben den nächsten Satzball, diesmal für Stuttgart. Schwerin spielt mutig. Gerne mal, wenn Satzball gegen das eigene Team ist, das erste Tempo. Beide. Na, das mal ein Geschenk am zweiten Weihnachtstag für alle Zuschauer hier. Nächster leichter Fehler. Stuttgart. Ja, eigentlich ärgerlich. Wenn man nicht volle Pulle gehen kann, sag ich mal, dann muss er ins Feld gehen. Dann darf man den nicht ins Auslegen. Es ist einfach eine ganz, ganz erfahrene Deborah van Dalen. Das hat sie sehr, sehr clever gemacht. War da zu früh da. Da sehen wir es. Eigentlich zu früh schon fast wieder auf dem Weg nach unten. Aber dann findet sie halt eine Lösung, die Niederländerin. 27 Jahre mittlerweile. So, jetzt müssen wir mal gucken, was denn Lauren Barfield für eine Quote hat. 9 Angriffe, 6 erfolgreiche Angriffe. Ja, hat sie gut gemacht in der Situation, da die Position 4 mitgesprungen ist beim Angriff. Da hat sie dann in den freien Platz den Tippball gespielt. Annahme ist gut von Schandor. Und Mika Dalderup hat halt einfach eine gute Höhe im Angriff. Das Netz bei den Frauen 2,24 Meter hoch. Dalderup ist mit ihren gerade mal 18 Jahren, aber auch 1,89 groß und wirklich eine Athletin. Also die springt auch sehr, sehr hoch. Das gilt definitiv für Luisa Lippmann ebenfalls. 34-33.
einfach mal über den Block. Und das ist kein kleiner Block. So, jetzt ist die Chance für Schwerin da. Jetzt ist die Chance sogar groß. Schwerin gewinnt den ersten Satz, einen Krimi sondergleichen mit 35-33. Und aktuell spielst du, um es vielleicht die, die es nicht wissen, nochmal zu erzählen, in Tschechien, in Prostějov. Genau, das ist richtig. Da habe ich schon mal zwei Jahre gespielt. Letztes Jahr war ich in Polen. Und jetzt kümmern wir uns wieder hier ums aktuelle Spiel. Genau. Erster Punkt, Satz Nummer 2 geht's an den SSC Palmberg Schwerin. Oh, da stand sie eigentlich goldrichtig, Jennifer Gartis. Der Ball kam ein bisschen hoch an, dann ist eine kontrollierte Abwehr schwierig. Ja, genau, dadurch ging er durch die, gegen die Schulter. Bei Stuttgart ist es im Übrigen bei dem Wechsel auf der Annahme-Außenposition geblieben. Heißt, mit der Nummer 9 Nika Dalderov ist auf dem Feld geblieben für Michaela Menkova. Ja, und bei Schwerin ist Greta Schakmari zurück. Ne? Ja. Beide. Nika Dalderov am Aufschlag. Sie bleiben mutig, auch in Situationen, wo klar ist, da steht ein guter Block gegen mich. In dem Fall Renata Schandor, Marie Schölzel, Luisa Lippmann im Block gegen sie, aber sie zieht durch. Sorgt für eine knappe Stuttgarter Führung. Ah, guter Aufschlag. Ja, das ist einer aus der ganz üblen Kategorie. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ja, genau. Ja, am besten Fall musste einer von hinten rufen und ganz einfach den Dankeball nach vorne baggern, sag also, ich mal. Also, jeder Hobby-Volleyballer lernt ja auch Mittelblocker. Wenn du die Zeit dazu hast, lass die Finger weg. Ja, genau. Das ist immer besser, wenn der von den Außenangreifern, dem Libero oder von einem anderen Hinterspieler genommen wird, damit der Mittelblocker auch einfach dann den Schnellangriff ausführen kann. Deutlich im Aus der Aufschlag von Molly McCage. Und wo wir gerade von Molly McCage legen, war in der vergangenen Saison schon die beste Blockerin der Liga, als sie noch beim VfL Wiesbaden gespielt hat, führt die Blockstatistik in dieser Saison auch also wirklich meilenweit an und hat auch in diesem Spiel schon wieder 3 direkte Blockpunkte gemacht. Und wenn wir uns die direkten Blockpunkte beider Mannschaften anschauen, dann sehen wir, dass Schwerin bisher erst einen einzigen direkten Blockpunkt hat. Stuttgart liegt da schon bei 6. Ja, Stuttgart ist auf jeden Fall eine sehr starke Blockmannschaft. Greta Schakmari ein bisschen passiv gewesen in der Annahme, hat den Ball da so auf sich zufliegen lassen und dann war die Ballkontrolle ein bisschen schwierig. Ja, übt das auch gerade trocken nochmal, die Annahmebewegung. Die Annahme war deutlich besser. Das ist der Abschluss von 5:6. Marie Schölze bleibt wach.
darf jetzt auch ausschlagen. Clever gemacht von Luisa Lippmann. Den Ball hat sie ein bisschen im Rücken gehabt. Also hat hinter dem Körper spielen müssen und dann war es halt clever, nicht durchzuziehen, sondern einfach einen leichten, kontrollierten Schlag zu spielen. Oh, Marie Schölzel. Mit dem Ass. Definitiv. Also gucken wir uns gleich nochmal an. Da ist Schwerin zu Recht erbost. Der Ball war aber so deutlich drin. Auch wenn wir es hier in der Zeitlupe nicht sehen konnten, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Der war sogar vor der Linie. Ja, ich denke auch, der war drin. So, Ausgleich 7 beide. 7:7. Es geht in Satz 2 direkt mal wieder so weiter, wie eigentlich im ganzen ersten Satz. 7 beide. Nächster Punkt bedeutet technische Auszeit. Knappe Führung für Stuttgart. 8:7 zur technischen Auszeit. Positiv jetzt mit Dadorup, ja? Moving on 5, ja, ja, moving on 5, ja. Great for the short diagonal, okay? Hi, good. Hey, it's just we have not to start to breathe in the match, okay? So we can have everything in our hands, just we have to keep pushing every time, okay? For block defense, we have everything. So, very easy. Sandor, hey, Sandor and Van Dadorup. It's the only two that score at the moment. So almost every ball she has the chance, she gives somehow there, okay? So be ready for that. Good reception, then she calls a shoot, she wants to play back. Sie kommen zurück. So, da sind wir wieder und wir schauen uns dann nochmal den Aufschlag an vorhin von Marie Scholzen. Und da sehen wir, dass er deutlich im Feld war. Und das war jetzt nicht so ein Hammer. Also das kann man als Linienrichter durchaus sehen. Sollte man besser sehen, ja. Nächstes Missverständnis in der Abwehr bei Allianz MTV Stuttgart. Der Tipp war relativ hoch angesetzt von Luisa Lippmann. Das können wir jetzt hier sehen. Ja, das ist natürlich ärgerlich, da die das eigentlich sehen, aber da muss man dann durchgehen, auch wenn ein anderer Spieler in der Nähe ist, weil wenn beide zurückziehen, dann fällt er immer rein. Nika Dalderop, schauen wir mal ganz kurz, was sie bisher so an Punkten gesammelt hat. Ist jetzt bei 5 angekommen und die Quote ist noch nicht so überragend mit jedem dritten Angriff, der zum Punkt wird. Hat also noch Luft nach oben. Luna Carocci freut sich da, die Libera von Schwerin, dass sie den Mut hatte, den Ball aussegeln zu lassen. Hat da gerade noch so den Körper weggekriegt. Gute Abwehr von Gertis. Und dann wird die Abwehr belohnt. Knappe Führung Schwerin. Schwerin spielt so ein bisschen in Wellen. Wir haben zum Ende des ersten Satzes viel erstes Tempo gespielt, wenn sich die Chance gab. Jetzt in diesem Satz Nummer 2 noch keinen einzigen Ball schnell. Ja, das stimmt. Jetzt der Ball eben war ja auch aus der Abwehr. Da ist es meistens ein bisschen schwieriger, zumal die Bälle oft nicht so ganz präzise sind. Und zum anderen kommt der Mittelblocker ja auch vom Blocken. Das heißt, der hat nicht einen ganz so einfachen Anlauf, wie es jetzt nach der Annahme ist. Ja.
Die Hand war drunter von Sandor. Deborah von Dahlen macht das wieder clever, setzt ihr Handgelenk ein, also die Handinnenfläche zeigt dann so ein bisschen nach außen, steckt also die Linie runter und erwischt dann häufig den gegnerischen Block so, dass er unkontrolliert abprallt. Da kommt sie. Ja, da kann nur Felix weiterspielen. Da ist sie böse geblockt worden. Luisa Lippmann, Renata Sandor und Molly McCage waren da vor ihr. Ja, genau. Ich glaube, einen Ballwechsel davor hatte sie den Ball noch auf ihrer Seite mit runtergenommen. Da hat sie jetzt irgendwie alle Wut reingesteckt und richtig gut gemacht. Taktische Auszeit, Schwerin. Dankeschön. Mädels, hey, listen up. Our block. We make so many high ball situations the other side. But we are never in the other side. We just go up here and we get 1000 touch block here. So, timing. A little bit jumping before, bringing the ends in the other side before they attack on this ball. Okay? Let's go. Come on. Go. Side out. Rhythmus ist vorhanden und jetzt geht sie rein. Der Rhythmus für die gesamte Partnerin. Auf geht's. 10. 12. Da sind wir wieder hier in der Pallenberg Arena in Schwerin. 2 Punkte Führung für Stuttgart und Felix Koslowski, Schwerins Trainer, hat in der Auszeit das Blockverhalten seiner Spielerinnen angesprochen. Er hat gesagt, der Block ist zu passiv, nicht aggressiv genug. Heißt, die Hände müssen mehr aggressiv über die Netzkante geschoben werden. Genau, er hat sich beschwert, dass sie einfach nur die Hände nach oben halten und dann angeschlagen werden und der Ball ins Aus oder weiter hinten abspringt und nicht richtig rüberschieben, damit er zurück ins gegnerische Feld springt. Was ist die Schwierigkeit beim Hände rüberschieben? Ja, zum einen ist man ja manchmal unter Zeitdruck. Das heißt, man hat nicht genug Zeit, um die Hände rüberzuschieben. Und zum anderen muss man einfach aufpassen, dass man das Netz nicht berührt. Aber das ist normalerweise kein Problem. Da geht's hin und her. Und jetzt hat er geklappt nach langer Zeit mal wieder. Der zweite Ball direkt geschlagen von Denise Hanke. Da war jetzt in dem Fall nicht unbedingt mitzurechnen, dass sie den spielt, weil dieser Dankeball war dann doch einen Meter weg vom Netz. Ja, aber hat sie genau in die Ecke noch geschlagen, gut ausgenutzt. Finke Stoltenberg ist halt 1,90 Meter groß. Ja, da hatte die Greta Schakmari schon geahnt, dass der rüberkommt, aber der kam so schnell, dass sie ihn nicht besser kontrollieren konnte. Das können wir jetzt hier nochmal sehen. Da stand sie schon gut, aber da ist Ballkontrolle aus 1 Meter Entfernung wirklich schwierig. Da gab es kaum eine Chance für Marie Scholz, vorbeizukommen. Ja, da hatte die Sandor sehr gut die Hände drüber geschoben, da war wenig Platz, ja. Wo wir vorhin über den Block gesprochen haben, den ja auch Felix Koslowski angesprochen hat, das war dann jetzt der 8. direkte Blockpunkt für Stuttgart und es bleibt bei 1 bisher für Schwerin. Beta Dumančić ist reingekommen. Bei Schwerin kriegt auch direkt den ersten Ball, bringt den aber nicht durch. Wieder Sandor mit dem Blockpunkt. Nächste Auszeit Schwerin. So, wir bleiben beim Einbeiner. Das ist nur in X. Ja, X war gut, okay. So, dann aber wir können auch mit 4 öffnen, wenn ich zum Beispiel. Okay, gut. Komm, sauber, Sandor. Katrin, übersetzt bitte mal, was Felix da jetzt als taktische Vorgabe gegeben hat.
sie bleiben beim Einbeiner. Ja, also er will quasi, dass sie weiter die gleiche Kombination spielen mit dem Einbeiner. Auch in dem, bei dem Ball davor war ja ein Einerblock. Also da kann man als Mittelblocker, wenn man dann bessere Winkel schlägt, dann doch auch vorbeikommen. Und eigentlich ja auch eine Stärke von Schwerin ein bisschen der Einbeiner. Voraussetzung ist, dass die Annahme gut ist, aber das ist bisher in diesem Spiel auch noch wirklich nicht das große Problem. Sehr, sehr hoch dieser Tipp. Und jetzt war es erfolgreich. Domantic ist im Übrigen reingekommen für Marie Schölzel auf der Mittelblockposition. Gute Abwehr von Karocci. Gleich auf der anderen Seite. Der nächste Block. Stuttgarts. Und Stuttgart geht mit einer 2-Punkt-Führung in die nächste technische Auszeit. Es ist ein Kampf um jeden einzelnen Ball hier in Schwerin. Weil es zu weit weg von dir ist. Zum Ball, dann hast du die Linie und kannst auch schnell zwischen. Okay, das geht immer gut. Ansonsten ein Tipp in die Mitte, okay? Aber hey, good. Now it's time again for being going with good coverage on every ball that we got, okay? Good set, good defense, good cover the other, then we have good our side. Let's go. Go. Hey, let's take a ball. Wir haben noch knappe 20 Sekunden. Auf Moreno, macht mit. Noch 5. Feierstimmung hier in der Palmberg Arena, weil das ist wirklich ein absolutes Spitzenspiel hier. Beide Teams sehr stabil, was die Annahme betrifft. Und beide Teams mit absolutem Einsatz, was die Abwehrarbeit betrifft. Auch hier wieder. Wie das Schimpke Stoltenbock da drunter. Unter dem Ball. Jennifer Gertis nutzt den Stuttgarter Block. Eine ihrer Spezialitäten, den Block außen anzuschlagen. Und die Abwehr gerade eben von Stoltenbock. Technik nennt man auch gerne Pancake, weil die Hand so flach wie Pfannkuchen unter dem Ball ist. Hoher Ball jetzt über Schandor. Den kann sie nicht schlagen, weil der nicht weit genug zu ihr kam, der Ball. Ja, da ist er wieder, der Klassiker von Jenny Gertis. Wenn sie mich hart schlagen kann, gerne der Schott Richtung 1. Ja, genau, da ist Femke schon nach vorne gerannt und wollte ihn dann doch noch nehmen. Allerdings waren die schon 6 schon dahinter und so haben sie sich quasi gegenseitig ausgespielt. Wieder geht nur der hohe Ball bei Stuttgart über Deborah van Dahlen. Da gab es einen Tusch. Auch gesehen vom Linienrichter. Paige Tapp war es, die mit den Fingern dran war. Und es gibt eine Auszeit bei Stuttgart. Wir gucken mal hin. Mit den Fingerspitzen der linken Hand. Paige Tapp hat das dann auch hinterher zugegeben. This player goes for the team. She cannot attack here, guys. She's out of shape. She's sick. Sorry, Gertis. Sorry. Number 6, okay? Liebe Tobler, we close line. Fast on the high ball. Position 1 goes for the team. Rhythmus und Blut. And this is the team. Gibt ihn uns alle mal zum Der Krimi geht weiter.
hier in Schwerin. Beta Dumančić schlägt auf. Und Sie sehen es ja hier oben links an der Anzeige. 1:0 nach Sätzen für Schwerin. Und auch jetzt steht es wieder richtig knapp, nämlich nur 17:16 für Schwerin. Finke Stoltenburg ist jetzt das zweite Mal so ein bisschen übermotiviert nach vorne gekommen und nimmt ihren Mitspielerinnen damit die Chance abzuwehren. Ja, zumal sie die Bewegung macht, als würde sie zum Ball gehen. Wenn sie einfach ruhig vorne stehen bleiben würde, glaube ich, wäre das für die Position 6 ein bisschen einfacher, den Ball abzuwehren. Oh, Stefan Müller hat da gerade mal eine gelbe Karte gezückt. Für ihn hier, für Yannis Athanasopoulos, der ihm vielleicht ein bisschen zu ambitioniert vorne unterwegs ist als Trainer. Wobei ich das ja immer so ein bisschen grenzwertig finde. Da passiert doch nichts im Volleyball. Na, wir freuen uns doch über jede Emotion und die muss nicht immer mit Karten sanktioniert werden. Nächste Auszeit Stuttgart. Zum Thema Karten, Kathleen. Es gibt ja auch den einen oder anderen Spruch am Netz, völlig klar. Aber eigentlich sollten die Schiedsrichter doch den Emotionen da ein bisschen freieren Lauf lassen. Wobei die natürlich auch gefangen sind im Regelwerk. Aber da wünscht man sich doch sicherlich auch als Spieler. Komm, lass uns doch mal. Ja, das stimmt. Also einige Schiris sind da wirklich ein bisschen voreilig manchmal, weil sie sich sehr schnell irgendwie angegriffen fühlen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch verstehen, dass die ein bisschen Einhalt gebeten wollen, damit das Spiel normal weiterläuft. Letztendlich der Punkt für Stuttgart. Die waren ein bisschen hängen geblieben in der Rotation. Jetzt haben sie es endlich geschafft rauszukommen. Schön angeschlagen den Block. Der Captain ist wieder vorangegangen. Deborah van Dahlen. Erfolgreichste Punktesammlerin bei Allianz MTV Stuttgart mit jetzt 13 Punkten. Na, das sind die schönen 3 Punkte Vorsprung, fast aufgebraucht. Lisa Lippmann mit dem Fehler. Jetzt den Ball nach, so einen halben Meter neben das Feld. Auch sie ist bei 13 Punkten bisher angekommen. Heißt, die beiden Diagonalen schenken sich nichts. Oha, und Jenny Gertis kann auch, wenn sie dann mit Tempo aus dem Anlauf kommt, einen Pass schlagen. Packt sie mal den Hammer aus, die Jenny. Denise Hanke, einzige Spielerin hier, die hart aufschlägt. Und der Pass! Genau auf der Linie. Der Ball. Das habe ich Ihnen gerade gewünscht für heute. 3 Punkte Vorsprung wieder für Schwerin. 21:18. Denise Hanke wieder in der Konzentration für den nächsten Ausschlag. Hat so ein bisschen Fahrt rausgenommen. Also Lori Barfield bückt sich noch rechtzeitig zum Ball, weil der Mann nicht so hoch, wie sie ihn gerne hätte. Ja, genau. Der Ball war auch ein bisschen mehr in Richtung 4, das heißt, sie ist dann kurz Kopf gegangen. Hat sie noch durchgewirkt mit ein bisschen angewinkeltem Arm, aber Punkt ist Punkt. 22:18. Schwerin auf dem Weg zu einer 2:0 Satzführung. Annahme ist gut von Chandor. Und Deborah van Dahlen, die überhaupt eine überragende Saison spielt, geht auch hier wirklich voran, nimmt die schweren Bälle und macht sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch zu Punkten. Irgendwie ist mir das zu ruhig. Ist mir ein bisschen zu ruhig. Kontrolle! Also durch ist der Satz hier noch nicht. Trotz 3 Punkte Führung. Was ist schwerer, sich da jetzt ranzukämpfen oder den Satz zu Ende zu spielen? Na, zu Ende zu spielen ist eigentlich leichter, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich ein bisschen mehr Risiko gehen, wenn man da hinten liegt.
Und wie gesagt, drei Punkte lassen sich immer mal aufholen, aber hier macht Frieser dann schon den 23. Punkt. Das wird jetzt, glaube ich, schwer für Stuttgart. Ja, das war mal ein aggressiver Tipp oder Lob, wie man möchte. Auf jeden Fall bringt er die Satzbälle für Schwerin. Hat sie schön reingeschummelt im Block. Das sind dann jetzt doch 5 Satzbälle. Hoher Ball. Und sie wird geblockt. Und am Ende war es dann doch ein klarer Sieg. Da sind wir wieder rechtzeitig zurück in der Palmberg Arena mit Paige Tapp, die für Allianz MTV Stuttgart aufsteigt. Also Stuttgart ist jetzt gefordert, liegt mit 0:2 Sätzen hinten. Und vor allen Dingen wurde dieser zweite Satz nach hinten raus deutlich. Wie schwer ist das, da jetzt nochmal zurückzufinden als Team? Ja, man muss einfach nochmal abschalten und sagen, okay, wir starten von Null. Wieder sich darauf konzentrieren, was vorher abgemacht war, was der Plan ist, was jeder spielen soll. Alles versucht, ein großer Applaus. Alles ist gut. Wird das schon. Für unsere Nummer 1, Rita Chakmari. Alles gut bei Greta Chakmari. Hat sich da nicht so richtig wehgetan. Ist schon wieder voller Konzentration bei der Sache. Spielstand im dritten Satz. Page Step. Anfang des Monats ist sie als Verstärkung dazugekommen bei Allianz MTV Stuttgart und kriegt jetzt ihre Einsatzzeiten. Ja, da war sie ein bisschen gierig. Luisa Lippmann hat die Zuspielerin Stuttgart, Femke Stoltenburg, am Zuspiel gehindert. Das darf sie halt einfach nicht. Das werden wir jetzt hier in der Zeitlupe auch sehen. Genau, und Femke war auch hinten. Da hätte sie einfach abwarten sollen, ob sie den zuspielt und dann nur, wenn er rüberfällt, den auf ihrer Seite hochspielen sollen. Wechsel bei Allianz MTV Stuttgart wieder auf der Annahme-Außenposition. Michaela Mlenkova ist wieder zurückgekommen aufs Feld. Da schön, haben wir sie auch schon im Bild für Nika Dalderov. 2:2. Deutlich im Aus der Aufschlag. Da rutscht ihr ab und zu mal einer weg. Haben wir vorhin auch schon im ersten Satz gesehen. Da hat sie den auch weit, weit seitlich neben das Feld gesetzt. Den Aufschlag Lauren Barfields. Sie hat einfach eine schöne Höhe im Angriff, Luisa Lippmann. Auch wenn der Block da ist, muss er sich gewaltig strecken, um da ranzukommen. Und dann ist das halt schwierig, den sauber zu kontrollieren. Da seht ihr was, da ist Molly McCage fast rechtzeitig da, kriegt die Hände aber dann nicht mehr geschoben. Genau, da hat Luisa auch schön antizipiert, hat den Ball früh oben innen genommen, dann wird es sehr schwierig, sie da abzublocken. Bisschen schnell die Annahme. Da blieb Dini Tanke fast nichts anderes übrig, als den Ball so notfallmäßig rüber zu tippen. Und dann ist das wieder so ein leichter Fehler bei Renata Schandor, die den Ball nicht sauber trifft. Zwei leichte Aufschlagfehler jetzt gerade bei Berlin. Stuttgart mit einem Punkt vorne. War ein guter Aufschlag.
sehr gefallen, der Ball von Pinke Stoltenburg. Das wird noch weitergehen. Karocci hält den Ball im Spiel, und zwar kontrolliert im Spiel. Erstes Tempo bei Allianz MTV Stuttgart. Mutig gespielt über die neue Schnellangreiferin. Über Paige Pepp. Das ist im Übrigen ihr erster Punkt im Angriff heute in diesem Spiel. Ihr vierter Angriff. Ihr ja, ich habe gerade, als sie den Punkt gemacht hat, darüber nachgedacht, ob ich mich daran erinnern kann, ob die schon vorher Punkte gemacht hat. Ein Blockpunkt hatte sie schon gesammelt vorher. Na gut, dann wollen wir mal für sie hoffen, dass da vielleicht noch ein bisschen was dazu kommt. Ja, er lebt da auch komplett mit, Stuttgarts Coach. Ja, ich denke, man kann sehen, dass beide Coaches sehr emotional dabei sind. Ja, wenn nicht bei so einem Spiel, wann denn dann? Erster gegen Dritter in der Volleyball-Bundesliga. Und das ist aber wieder so ein ganz wildes Ding hier. Und dann macht Lisa Lippmann da keine Gefangenen. Bringt das Ding hier zu Ende, zumindest diesen Ballwechsel. Das war schon wieder so ein spektakulärer. Viel präziser kann man nicht angreifen. Nee. 9 Meter lang ist das Feld auf jeder Seite und auch 9 Meter breit. Heißt gefühlt mit 81 Quadratmetern eine gut geschnittene Dreizimmerwohnung, die es da zu treffen gilt. Enges Ding schon wieder. 7-6 Stuttgart. Vorteil Stuttgart. Stuttgart nutzt den Vorteil, führt mit 8-6 bei der ersten technischen Auszeit des dritten Satzes. So, I got everything okay. It's just from this moment now. Hey, we can decide the match now. But we have really to be there to push and to be emotionally there also from the first second now when we come back, okay? We have control, we can go, push from our service, aggressive from block and defense. War gut. Nur die linke muss mehr rüber. Ja, die linke ist zu viel hier. Ah, mehr rüber. Los, auf! Go! Noch 20 Sekunden. Ja. 6:8. Aktuell der Spielstand im dritten Satz. Da haben wir nochmal den letzten Punkt vor dieser technischen Auszeit, den Blog von Paige Pepp, die anscheinend dich gehört hat, Kathleen, und was für ihre persönliche Statistik tut. Genau, und ein paar mehr Punkte draufpacken möchte. Das ist, sind wir wieder bei dem Problem, Lauren Barfield bekommt den ein oder anderen Ball doch deutlich zu flach. Ja, genau, da ist es schwierig für sie noch eine Lösung zu finden, kann sie vielleicht versuchen. Ja, sie war auch zu spät, würde ich sagen, jetzt wo ich die Zeitlupe nochmal sehe, ja. Wo liegt dann das Problem, wenn der Schnellangreifer, die Schnellangreiferin zu spät ist für den Zuspieler? Ja, dann kann man eigentlich nur den Ball dementsprechend noch höher spielen, damit mehr Zeit vorhanden ist. Oder aber man muss wirklich öffnen und auf die Außenposition spielen. Jetzt hat es auf jeden Fall gepasst vom Timing. Genau, jetzt war es richtig. Lilith Hanke hat mit ihren Aufschlägen schon die ein oder andere Punkte-Rallye eingeläutet. Für Schwerin. Jetzt ist die Annahme gut. Cleverer Ball von Lenkova. Muss man auch einfach so akzeptieren und hinnehmen. Das macht sie richtig gut, Lenkova. Mit langem Arm hoch rein in die Finger von der Luisa Lippmann. Schöner genau, Angriff. Gute Lösung bei den Ballen.
Stuttgart ist definitiv nicht gewillt, sich hier so einfach zu schlagen zu geben. So, gute Annahme vom Lenker war. Und Molly McCage kommt wieder durch. Ist jetzt schon bei 10 Punkten angekommen, Molly McCage. 6 mit ihren Angriffen, 4 direkte Blockpunkte. Und macht das Ganze wieder mit ihrem Lieblingsball, dem Einbeiner, hinter der Zuspielerin. Ach, das geht noch weiter. Und wenn sie die Bälle hoch genug bekommt, Lauren Barfield, dann ist sie ganz, ganz schwer zu stoppen. Genau, schönen Winkel hat sie wieder geschlagen auf Position 5. Der ist dann auch nicht so einfach abzuwehren. Also man hat auch den Eindruck, dass Lauren Barfield lieber so die klassischen schnellen Bälle geht. Also Aufsteiger vorne, 2 Meter Schusskette. Der Einbeiner ist nicht so ihr Ding. Ja, genau. Da mag man manchmal meinen, dass es ein bisschen schwer ist für sie bei ihrer Größe und ihrer Höhe, das alles richtig zu koordinieren. Aber wie gesagt, sie ist ja vorne rum sehr effektiv. Nächster Punkt, Schwerin. Und Felix Koslowski hat in der letzten Auszeit Emotionalität eingefordert und Aggressivität. Und er lebt das aber mal definitiv da an der Außenlinie auch vor. Zweimal gute Abwehr. Das geht noch weiter. Hat sie sich schnell wieder orientiert. Jennifer Gertis, aber Vorteil Stuttgart. Und wie gesagt, man kann die Uhr nachstellen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man die Uhr dann noch stoppen kann. Nee, das stimmt. Den ersten Ball hat die Jenny noch gut abgewehrt auf 6. Jetzt beim zweiten Versuch macht sie den Punkt mit dem Einbeiner. Schneller Arm wieder von Luisa Lippmann. Das ist ein im Kern ehrlicher Schlag, den sie da macht. Aber der ist halt so schnell und so hoch, dass er wirklich schwer zu verteidigen ist. Das geht so schnell hin und her und trotzdem behalten die Spielerinnen auf dem Feld da wirklich den Überblick, sind da auf der Höhe des Balls. 11:13. Und hier war es dann Molly McCage gemeinsam mit Femke Stoltenborg. Und Femke Stoltenborg war es, die Hände dran hatte an diesem Ball. Und den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Wahnsinn. Gute Annahme. Der Einbeiner über Kopf zieht eine Blockerin mit nach außen. Das können wir in der Einstellung sehr schön genau sehen. Und dann ist der Platz da für Luisa Lippmann. Stuttgart zeigt, dass sie den Pipe auch gut beherrschen. Über Deborah van Dalen. Femke Stoltenborg konzentriert sich. Das gleiche gilt für Luna Carocci, die ein gutes Spiel macht heute. Ihr bestes bisher in dieser Saison für Schwerin. Ja, hat viele Bälle auch schon abgewehrt in der Diagonalen. Den hat sie rausgeholt und in den Rest. Jennifer Gertis hat schon 30 Bälle im Angriff bekommen. Und wir erinnern uns, im Pokal gegen Dresden vor nicht ganz einer Woche konnte sie noch gar nicht spielen, weil sie schwer krank war. Hat seitdem im Prinzip so anderthalb Mal richtig trainiert. Und dafür ist das eine Riesenleistung von Jennifer Gertis heute.
Beim Anlauf war das schon klar. Oder nehme ich mal den Lob, den Tipp. Punkt Nummer 14. Stuttgart hat es ein bisschen spät gesehen und realisiert. Ja, eigentlich ist der Arm relativ früh schon ausgestreckt. Da kann kein harter Schlag mehr kommen. Den haben sie sich erarbeitet, den Punkt. Die Spielerinnen aus Schwerin. Mit ein bisschen Glück erst im Spiel gehalten, den Ball. Und dann Jenny Gerfis mit dem nächsten Punkt. Harter Ball vom Lenkova und das bedeutet die Ein-Punkt-Führung zur technischen Auszeit für Stuttgart. When our service starts and they get out of system, okay, then we must be ready that we go for now 1-2 block and defense for the sport, okay? So, then when we come to transition, already, immediately, middle blockers, super fast on Nisi, so we keep the middle blocker there, Nisi then, lange Weg, dann ist immer gut, ja, dann funktioniert immer gut, okay? Hey, next time out and go, come on, go! Felix Koslowski geht da emotional aber sowas von voran in diesem Spiel heute. Weiß auch, hier geht es um richtig viel. Also erstens möchte Schwerin gerne zu Hause ungeschlagen bleiben. Zweitens darf der Abstand nicht zu groß werden in der Tabelle Richtung Stuttgart. Ja, genau. Und Stuttgart hatte mit 2-3 Punkten geführt. Am Anfang des Satzes, da will Felix natürlich gleich einschreiten, damit die Führung nicht größer wird und Schwerin möglichst noch die Chance hat, das 3-0 hier perfekt zu machen. Stuttgart ist noch vorn, knapp vorn. 16-15 in diesem dritten Satz. Da haben sie sich ja aus einer schwierigen Situation gerettet. Die Annahme von der Karocci war flach und schnell. Hier sehen wir gerade noch, wie Denise Hanke da hinkommt. Ja, und manchmal bekommt auch Molly McCage den Ball ein bisschen zu flach. Ja, das hat nicht richtig gepasst und den hat sie dementsprechend auch nicht richtig mit der ganzen Hand getroffen. Und, das ist für die Schnellangreifer dann wirklich immer sehr, sehr schwierig, wenn der Ball dann nicht die Höhe hat. Weil das wirklich automatisierte Bewegungen sind. Das dann auszugleichen in der Kürze der Zeit, also wir reden da in der Reaktionszeit, die deutlich unter einer Sekunde ist, ist richtig schwierig. Nächste taktische Auszeit genommen von Stuttgart. So, die Darts-WM ist ein großes Thema hier auf Sport 1 und Volleyball ist ein großes Thema bei Sport 1. Und die Kombination von beiden sehen wir hier. Die United Volleys Rhein-Main beim Darts-Spiel. Am 3.1. haben wir übrigens die United Volleys Rhein-Main wieder beim Spiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter, gegen den VfB Friedrichshafen und die Darts-WM. Die gibt es morgen wieder ab 13:30 live und dann mit Kevin Münch, unserer deutschen Hoffnung bei der Darts-WM. Gegen Antonio Alcinas geht es dann nämlich bei der Darts-WM im Emily Pally weiter. Das Schiedsgericht gibt den Ball aus und der Schwerin zieht jetzt wieder weg. 4 Punkte in Folge. Gucken wir uns den Ball von Deborah van Dalen mal genau an. Ja, war aus. Alles richtig gesehen. Ja. Stuttgart muss jetzt aufpassen. Deborah van Dalen hat sich das wohl auch gedacht. 4-15. Punkt. Guter Rhythmus.
Flankenball kommt sauber nach vorne. Und Lenkova scheitert an 2,24 Meter. Genau so hoch ist das Netz. Sie hatte nur einen Einerblock da draußen. Ja, das muss eigentlich eine Pflichtaufgabe für Lenkova sein. War sie gut freigespielt, da muss sie eigentlich gar nicht so runterziehen, um den irgendwie auf 3 Meter diagonal zu hauen, sondern kann einfach eher länger ins Feld schlagen und dementsprechend nicht das Netz mitnehmen. Schwerin blockt Molly McCage den Lieblingsball weg. Ja, die haben sich natürlich auch mittlerweile darauf eingestellt, dass die sehr oft mit dem langen Einbeiner eingesetzt wird. Jetzt gibt es einen Doppelwechsel bei Allianz MTV Stuttgart. Pia Kästner kommt als Zuspielerin aufs Feld und die Dame, die wir hier sehen, das ist Nicoletta Perovic, Diagonalangreiferin bei Allianz MTV Stuttgart. Zu Beginn der Saison hat sie sich am Bauchmuskel verletzt. Ist lange ausgefallen, jetzt kommt sie wieder zurück, so langsam. Herr Kassin, Stuttgart muss jetzt. Was macht man jetzt, wenn man 0-2 hinten liegt und mit 4 Punkten hinten liegt? Ja, jetzt wird es natürlich schwierig. Ich würde sagen, die Phase mit den 3 Eigenfehlern in Folge hat denen ein bisschen das Genick gebrochen in dem Satz. Natürlich kann man hier immer noch kämpfen, aber 4 Punkte vor Satzende, 4 Punkte zurückzulegen und 2-0 ist eine sehr schlechte Ausgangslage. Vielleicht befreit es ja auch, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Ja, das stimmt. Und 2 neue Leute sind ja auch reingekommen mit dem Doppelwechsel. Okay, das macht es jetzt nicht einfacher für Stuttgart. Nee. Schöner Ausschlag, aber schlechte Annahme. Nächster Wechsel. Auf der Annahme-Außenposition. Renata Schandow geht erstmal raus. Julia Schäfer soll die Annahme stabilisieren jetzt im ersten Teil für Allianz MTV Stuttgart. Kriegt natürlich direkt den ersten Ball, wenn sie da so kalt reinkommt. Lenkova geht auf ganz sicher. Da war die Devise erstmal bloß keinen Fehler machen. Und das war aus Stuttgarter Sicht die richtige Entscheidung, weil den Fehler, den hat dann Schwerin gemacht. Ja, genau. Sie hatte keinen guten Anlauf und war nicht voll hinterm Ball. Da ist es wichtig, erstmal nur den Gegner zu stören und keinen eigenen Fehler zu machen. Und in dem Fall ist es sogar noch ein Punkt geworden. Und da ist die nächste Chance für Stuttgart. Und schwupps sind sie wieder bis auf 3 ran. Ja, aufgeben werden sie auf jeden Fall nicht. Ja, natürlich reagiert Felix Koslowski jetzt, möchte da einen möglichen Lauf der Stuttgarterinnen verhindern. Slogan der Stuttgarterinnen übrigens, Stuttgarts schönster Sport. So heißt auch ihre Website. Ah, nicht schlecht. So, für Stuttgart gilt es jetzt, für die Schweriner Zuschauer kann der Feiertag ein Feiertag werden. Diesmal passt die Annahme. Das ist eigentlich ein Klassiker des Schweriner Spiels, dieser Ball. Nur der Klassiker ist diesmal deutlich ins Ausgegangen von Lisa Lippmann. Der nächste Punkt ist wichtig für beide Teams. Und den macht Schwerin und das bringt der Mannschaft in Gelb wieder ein bisschen Sicherheit und es bringt die Mannschaft in Blau noch mehr unter Zugzwang.
Ja, Luisa Lippmann gerade eben den Angriff ins Aus. Jetzt den Aufschlag aber mal deutlich daneben gesetzt. Da wird dann so ganz kurz vor Erreichen der Zielgrenze der Arm doch ein bisschen schwer gerade. Ja, wird es dann doch noch mal ein bisschen spannender als vielleicht gedacht. Mika Dalderop schlägt auf. Häufig wirklich sehr flach, mit sehr viel Druck übers Netz ihre Aufschläge. Auch jetzt wieder sehr, sehr knapp übers Netz. Es wird noch mal so richtig spannend. Ja, guter Block jetzt. Der Ball vielleicht ein bisschen dicht gewesen. Julia Schäfer mit dem nächsten Punkt. So, die Frage ist, haben wir jetzt gleich einen Matchball oder Ausgleich? Wir haben einen Matchball, aber das war knapp. Der ist aber ganz gefallen knapp. Noch. Ja. Zwei Matchbälle, Schwerin. 24-22! Erster Matchball abgewehrt. Kommt die Liebe, kommt die Liebe, kommt die Liebe! Schwerin hat jetzt die Chance, aus der eigenen Annahme raus dieses Spitzenspiel zu beenden. Ja, da kommt der Doppelwechsel zurück. Kämpfe Stoltenborg geht jetzt zum Ausschlag. Und Deborah von Dahlen kommt wieder vorne ans Netz. Großer Block wieder es ist so ruhig. Bei genau. Allianz MTV Stuttgart. Deborah von Dahlen 1,89. Paige Pepp 1,86 groß. Und auch Julia Schäfer ist mit ihren 1,88 nicht gerade klein gewachsen. Zweiter Matchball abgewehrt. Da hat sich Karocci aber mal gnadenlos verschätzt. Ja, der war deutlich drin. Ja, und er dachte, so, das gibt hier ein glattes 3-0. Könnte getäuscht werden. Ja, auf jeden Fall werden die Zuschauer hier nicht enttäuscht. Niemand gibt auf und auch der dritte Satz ist wieder spannend und geht in die Verlängerung. So, ein Bein ist gut. Ein Applaus für die Mädels. Ja, danke schön. Vielen Dank. Felix Koslowski jetzt sehr gedämmt im Gegensatz zur ganzen anderen Zeit. Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen die Herausforderung eines Trainers, denke ich, dass man schauen muss, ob die Mannschaft eher aufgebracht ist und man ein bisschen rausnehmen muss oder ob die Mannschaft manchmal ein bisschen verhalten oder ja, ich sag mal, fast eingeschläfert ist, wo man die ein bisschen aufwecken muss. Auch wir müssen eine Entscheidung treffen, beziehungsweise uns hier anschauen, weil wir wissen ganz genau, nach dem nächsten Punkt haben wir entweder Matchball oder Satzball. Nichts für schwache Nerven hier heute. Ganz genau. Satzball Stuttgart. Das begann mit der ein bisschen zittrigen Annahme von Greta Schagmari und war dann auch schwer draußen für Jennifer Gertis und auch gut geblockt. Ja, und das ist auch ein bisschen das Schöne an diesem Sport. Wenn der Satz jetzt kippt, dann kann auch das ganze Spiel nochmal wieder kippen. Femke Stoltenborg. Der Rückwechsel hat sich definitiv bezahlt gemacht. So, und jetzt gibt es einen Zuspielerwechsel. Ja, Doppelwechsel wieder auch. Genau das gleiche, was Stuttgart gerade gemacht hat, jetzt auf Schweriner Seite. Kaiser Alanko ist reingekommen. Wird jetzt hier zuspielen. Die Annahme ist in Ordnung. Zweite Chance. Das ist dann jetzt auch so ein bisschen zittrig, das Ganze. Mit Vorteil Stuttgart, hoher Ball. Lieber Julia Schäfer, sehr kontrollierte Abwehr von Greta Schagmari war das. So, und jetzt der Mannschaftskapitän. Und der trifft, beziehungsweise sie trifft die Antenne. Deborah van Dahlen, Schwerin wehrt den Satzball erstmal ab. 25. Einer der ganz, ganz seltenen Fehler im Angriff von Deborah van Dahlen. Ja, genau, da hat man gesehen, sie wollte unbedingt den Sack jetzt zumachen und den Punkt machen und hat den Ball aber an die Antenne gehauen. Ja, und Peter Dumancic lächelt. Der scheint es zu gefallen, dass das hier so eng zugeht. Ja, das ist sowieso richtig. Man sollte auch als Spieler in kritischen Situationen versuchen, jeden Ball zu genießen. Und genau das macht Schwerin jetzt hier. Martin Bettendorf
sorgt für den nächsten Matchball. Da gab es eigentlich nur noch diese Option für Kaiser Alanko. Ja. Den hat sie als Bagger sehr präzise zugespielt. Annahme ist perfekt. Und der Ball ist aus. Und damit schlägt Schwerin den Spitzenreiter Stuttgart mit 3.